Ja, jetzt möchte ich doch die Xiao vorstellen. Das ist diese Flöte hier, eine relativ große Flöte. Ich möchte mal die Größe zeigen. Ja, das ist doch eine große Flöte, ne? Von meinem Becken bis zu meinem Kopf. Also sind schon, glaube ich, so die 80 cm, 90 cm. Das Mundstück ist ganz besonders hier. Ähnlich wie die Shakuhachi, die ihr in meinen anderen YouTube-Videos sieht, entsteht hier der Ton also durch diese Kerbe. Kann man das sehen überhaupt? Ja, doch, na. So ist es am besten zu sehen. Hier diese Kerbe hier. Hier entsteht also der Ton. Bei der Shakuhachi ist hier natürlich offen, bei der Xiao hier ist die geschlossen. Die wird einfach an den Mund gesetzt und schon kommt der Ton. In etwa. Liegen die Spitzen hier, diese beiden Spitzen hier, auf der Mitte meiner Lippe. So, der unteren Lippe, ne? Na, muss ich mal richtig hinstellen. Da ist er. So, die Löcher. Ich habe hier ein Daumenloch, den schließe ich. Dann habe ich hier für die linke Hand 1, 2, 3 Löcher. Dann kommen hier 4 Löcher. Wir sehen, dieses Loch ist versetzt, weil das für den kleinen Finger. Ich fange mal an, hier mit der rechten Hand. Buch hier 1, 2, 3. Und der ist ein bisschen zurückgesetzt, dass ich ihn besser schließen kann. Also im Ganzen sieht das dann so aus. Nun, wenn ich spiele, wenn ich es alle nacheinander spielen würde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Es ist so, dass man hier zwei Tonleitern spielen kann, natürlich auch mehrere, aber zwei Grundtonleitern. Und zwar also ein Ton, wenn alle geschlossen sind, zweiter Ton und dann den nicht öffnen, sondern hier weiterspielen. Na? Also als wäre jetzt der untere Ringfinger festgeklebt. Okay. Die zweite Tonleiter wäre, dass ich den mittleren Finger festklebe. Also dann geht's dann, 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 dann. Wir spielen mal die erste, also wo der Ringfinger kleben bleibt. Nun merkt ihr, ich bin so hochgegangen und dann habe ich so gespielt. Man kann aber auch dann so spielen, wie das C bei der Blockflöte. Schauen wir mal. Die zweite Oktave erreicht man immer einfach ein bisschen schärfer Fuß. Nicht unbedingt stärker, aber den Atemstrahl ein bisschen kleiner. Und jetzt zu der anderen Tonleiter, wo ich also den mittleren Finger festhalte. Wobei ich hier nicht jetzt diesen C-Griff mache von der Blockflöte, sondern tatsächlich den hier mache. Also. Da, 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 ein sehr, sehr orientalischer Tonleiter kommt mir entgegen, weil ich ja die Nähe spiele. Ja, eigentlich ein wahnsinniges Instrument. Man hätte auch die Flöte hier durchsägen können. Ne? Hier. Also sie hätte auch so lang sein können. Diese Länge hier macht die Flöte nicht unbedingt tiefer, weil hier unten, seht ihr hier, sind solche Stimmlöcher.
Also das letzte Fingerloch ist hier und dann auf der Rückseite sind hier Stimmlöcher. Die sind natürlich nicht zum Spielen. Also wie um Gottes Willen soll man das spielen? Ich kann ja schlechtes hier so machen. Hoch. Und jetzt da unten hier irgendwie, das ist natürlich Quark. Sondern so stimmt man die Flöte. Hey, würde ich jetzt dieses Loch zum Beispiel ein bisschen höher zu machen, dann wäre es nicht na, sondern wäre es na. Also je höher das Loch, desto höher die Note. Und man setzt dann das Loch hier ein, dass ich hier kontrollieren kann, dass es hier tatsächlich das C ist. Das Do. So, und von innen ist die Flöte mit Shellac behandelt. Auf Wunsch auch mit Acrylbehandlung. Ist sehr, sehr umständlich bei dieser Flöte, die ist sehr groß. Nein, verkehrt. Von innen ist sie mit Acryl behandelt und auf Wunsch kann ich sie mit Shellac behandeln. Shellac ist sehr dünnflüssig und bei so vielen Löchern kann man sich vorstellen, dass eine Riesensauerei entstehen kann. Daher tue ich es hier lediglich mit Acryl behandeln und nur auf Wunsch. Und Zugzahlen wird es dann mit Shellac behandelt. Von außen kein Problem, mehrfach, mindestens zwei, dreimal schon mit Shellac überzogen. Dadurch bekommt die Flöte diesen wunderbaren Glanz, aber auch wird sie geschützt. Der Klang ist ganz toll, das Holz, hört mal. Also eine ganz tolle Flöte. Leute, shakuhachi-shop.de könnt ihr diese Flöte natürlich erwerben.